Guten Abend. Es ist erst ein Jahr her, dass sich die AfD, beseelt von hohen Umfragewerten, schon bald in der Regierung wähnte. Es läuft alles auf uns zu, hatte Parteichef Jörg Meuthen damals gesagt. Doch heute läuft wenig gut für die Partei und bereits ein Drittel der einstigen Anhänger weg. Wohl auch deshalb hat Jörg Meuthen heute zum Auftakt des Parteitags im Veranstaltungspark Wunderland in Kalkar eine wütende Rede gehalten und mit denen abgerechnet, denen er die Schuld gibt, den Rechtsextremen und jenen, die diesen das Wort reden. Dass das riskant ist, weiß Meuthen. Denn an dem Versuch, die Rechtsaußen in der AfD loszuwerden, sind seine Vorgänger allesamt gescheitert. Juli Kurz. Man wollte Klarheit schaffen im Wunderland. Konsens über den sozialpolitischen Kurs der AfD. Doch es dauert gerade mal 2 Stunden bis zum ersten Wutausbruch. Der Machtkampf zwischen den Rechtsextremen und dem Meuthenlager wieder voll entbrannt. Aber fangen wir vorne an. Am Morgen waren mehr als 500 Delegierte in den Freizeitpark gekommen, um einen Präsenzparteitag in Corona-Zeiten abzuhalten, allen Warnungen eines Superspreader-Events zum Trotz. Spätestens morgen Abend wird keiner mehr sagen, in Zeiten von Corona sind Präsenzparteitage nicht möglich. Denn wir beweisen allen unseren Kritikern das Gegenteil. Manch Kritiker hingegen fühlt sich bei diesen Bildern bestätigt. Im Großen und Ganzen sieht das Ordnungsamt aber keine größeren Verstöße gegen die Maskenpflicht. Für den großen Aufreger sorgt dann aber er, der Parteichef, mit einer Wutrede gegen radikale Provokateure und jene in der Partei, die sich mit der Querdenkenbewegung gemein machen. Ist es wirklich klug, von einer Corona-Diktatur zu sprechen? Wir leben in keiner Diktatur, sonst könnten wir diesen Parteitag heute wohl auch kaum so abhalten. Wir werden nicht mehr Erfolg erzielen, indem wir immer aggressiver, immer derber, immer enthemmter auftreten. So geht das nicht. Applaus, aber auch Buhrufe und wütender Protest. Meuthens Rede ist auch eine Spitze in Richtung Alexander Gauland. Der hatte selbst auch das Wort Corona-Diktatur verwendet. Ich war auch verblüffen, dass Jörg Meuthen ja die Partei heftig kritisiert hat oder die Fraktion heftig kritisiert hat. Über Sozialpolitik und Rentenpolitik hat er kaum was gesagt. Wir haben an sich einen Rentenparteitag und keinen AfD-Bashing-Parteitag. Meuthens Anhänger hingegen finden, die Rede war dringend notwendig. Sie fürchten sich vor der Beobachtung der ganzen Partei durch den Verfassungsschutz wegen der Rechtsextremisten. Natürlich hat er den Finger in die Wunde gelegt und das ist die momentane Problematik, vor der wir uns innerparteilich sehen. Ach ja, am Ende hat die AfD auch einen Leitantrag zur Sozialpolitik beschlossen. Unter anderem geht es um einen flexiblen Renteneintritt. Es ist das erste Rentenkonzept nach 7 Jahren, aber so richtig interessieren tut es an diesem Tag kaum einen.